So, meine Lieben, willkommen zurück zur neuen Tier Damage Liga. Willkommen zu X-Gaming gegen Case King. Wir haben es geschafft. Die Jungs von Case King hatten noch ein paar technische Probleme. Da hat MNL wohl irgendwie Schwierigkeiten gehabt, hat dann mehrfach sein Spiel verifiziert und jetzt scheint es zu funktionieren. Jetzt können wir reingehen. Deswegen nehme ich euch einfach mal mit auf den Server. Ja, mein Tipp ging ja so ein bisschen auf UX und zwar nicht unbedingt nur, weil ich sie als stärker einschätze, sondern ich denke, dass der Case King gute Chancen hat, sondern eher in Hinsicht darauf, dass die Map mal so ist. Also Cache sehe ich als starke Map von UX Gaming an. Sehr, sehr stark. Und das war die Map mal von Case King. Und dann kommt Train, was UX dann freiwillig genommen hat. Und da werden sich was bei denken. Deswegen mein Gedanke. Und irgendwie fehlt da so ein bisschen jemand. Na gut. Also, dann UX auf der CD-Seite. Und jetzt warten wir darauf, dass es losgeht mit der Pistol Round. Woran scheitert's? Frage ich mich gerade. Warte mal, was ist hier los? Reguliert sich dein Ping gleich? Ah, es geht um einen Ping oder was? Oh ja, Xig. Der spielt aus Malaysia, würde ich sagen. Vom Ping her. Ganz bei ihm. Bomb has been planted. So, X-Spin geht runter. Könnten wir gleich starten, denke ich. Mal Pause. Tja, jetzt ist ein kleines bisschen gedulden. Jetzt wird es nochmal einen Restart geben. Also etwas zu früh gefreut. Ach, die beiden hier, ein Knife-Duell. Na gut.
Ja, also, jetzt sind wir wieder da. Jetzt hoffen wir mal, dass alles funktioniert. Jetzt können wir eigentlich weitermachen. Na gut, halbes Stündchen drüber. Aber jetzt können wir dann endlich loslegen. Also, Rix Gaming gegen Case King geht in die erste Runde und es wird erstmal ein Schnellmittel-Go geben, wie es aussieht. Na, Case King direkt raus. Das ist vielleicht noch nervös, kann sich aber zurückziehen. Und auch Rix King mit seinem Burst nicht wirklich Erfolg gehabt. Wo auch immer die Kugeln hingingen. Nervous. Ah, kriegt sie gut hin. MKY, Maya auch runtergepusht. Und Case King ist da nicht mal Richtung Spot gekommen. 1-0 für OX Gaming. Nee, ich flog genau in sein Gesicht. Interessant ist immer wieder zu sehen, das hatten wir die letzten Male auch immer wieder dann feststellen dürfen, dass Light mit seiner Diege ganz schön was reißt. Bin ich gespannt, ob wir das heute auch mal zu Gesicht bekommen. Bombe down, Dreh. Aber ihr habt sicherlich schon gesehen. Ich war davon ausgegangen, dass Zoelo spielt. Jetzt gibt es Asen. AZN. Eisen, ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht kennt ihn jemand. Mir persönlich ist er noch nicht untergekommen. Ich habe keine Informationen. Er war wohl mal bei Stofftiere. Das war so das Letzte, was mir gesagt wurde. Ja, wenn jemand was Genaues zu ihm weiß, möge er es mir im Chat dann mitteilen. Und auch die Aussprache wäre interessant. So, Gegenflash ist tot. Weiter leichtes Spiel. Das hier 5 Mann durchgebracht, eben 4. Das gibt natürlich ein ordentliches Geldpolster. Trotzdem durch die vielen MPs, die man jetzt wieder ausgibt, oder die man jetzt wieder wegschmeißt, um dafür nachzukaufen. Zum Beispiel ein Get ohne Geld, aber der Rest des Teams hat halbwegs was zurückgelegt. Richtung lang, Nevis sauber geschossen. 90 hat auf jeden Fall zugeschlagen. Oh, schön von Faker. Er weiß, dass noch jemand in der Tür steht. Sie haben die Kontrolle über den Sword halbwegs. Es muss nur noch an NKY gearbeitet werden. Wir müssen ihn irgendwie kriegen. Asen, da ist er. Asen, Asen, Atzen. Ist noch Sinsen. Und Sinks. Frage Nummer 1. Weiß nicht, wo der zweite ist, aber vermutet ihn zu Recht eher etwas weiter weg. Ah, schönes, sauberes Aiming. Richtig gut geschossen. Sauber. Erster Schuss drauf, zweiter Schuss drauf. Mit dem Crosshair nachgezogen. So lasse ich mir das auf jeden Fall gefallen. Also 4-0. Und jetzt geht es bei Case King dann nochmal in die Echo. Gleich ziemlich Probleme an. Leid durchgesetzt. Genug Munition für noch einen weiteren. Da ist die Diege. Und? Ace? Das war ein bisschen optimistisch von Get. Als er da versucht, mit dem Knife ranzugehen. Faker wird wahrscheinlich gleich über den Haufen gerannt. 15-0. Schöne Runde von Zinx. Hat er gut gemacht, der VB. Denn das war alles absolut nicht einfach zu regeln. Oh,
Faker mit dem Spray. Geld ist aber auch schön reingelatscht. Also mal ganz ehrlich, wenn man da die Schüsse rausfliegen sieht, dann marschiert man nicht einfach in den AK-Spray und hofft, dass nichts passiert. XIG. Okay, war jetzt mal möglich gemacht. Bisschen unnötig, da offensiv zu pushen. Sie waren gut in der Überzahl. Aber geht trotzdem durch. 5 zu 1. Also ja, wie gesagt, in der Mitte absolut nicht mit rumbekleckert. Und Case King ist hier nicht erste FC Süderbrarup, sondern das ist ein vernünftiges Team, womit man auf jeden Fall rechnen muss. Die haben in der Vergangenheit schon bewiesen, dass sie auch in der Lage sind, den besten Teams gefährlich zu werden in Deutschland. Die darf OX Gaming auf keinen Fall unterschätzen. Weiß natürlich nicht, ob da vielleicht schon jemand relativ dicht dran sein könnte. Ja. Aber er hat zumindest jetzt ein kleines bisschen Sicherheit. Vielleicht schon sich ein bisschen Zeit zu verschaffen. Maya weiß natürlich ganz genau, dass Get langsam aber sicher von hinten attackiert. Nevis, und jetzt braucht Get eigentlich auch nicht mehr wirklich rausgehen. Ich kann nur noch sicherstellen, dass Leiter keinen großen Schaden mehr anrichtet. 6 zu 1. Bei XIG geht schon wieder hoch. Oh je. Nicht cool. Absolut nicht cool. Natürlich auch kein guter Spielfluss auf hier. Partie bei XIG. Der ruckelt da fleißig durch die Gegend. Also es scheint nicht nur ein Ping an sich zu sein, sondern es ist natürlich auch die Schwäche der Internetleitung, die da verhindert, dass er vernünftig spielen kann. Nur mit einem reinen, stabilen High-Ping wird man ja trotzdem noch halbwegs rumlaufen. Aber der Hyping ist ja mehr zu geben, ist von der kaputten Leitung. So, jetzt geht's aber wieder runter, wie es aussieht. MNL mittlerweile mit 008 unterwegs. Also läuft noch nicht so ganz bei Case King. Deswegen auf der anderen Seite 12-1 Stats. Ist ja überhaupt erst einmal gestorben. Soll diesmal schnell raufgehen Richtung A-Spot. Das haben sie in der Vergangenheit auch immer wieder ziemlich effektiv ausgespielt. Sind wir mal gespannt, ob das gegen Wix Gaming auch funktioniert. Das ist ein kleines bisschen verschätzt. Mai auf Kurz hätte da mehr Schaden machen können. Schön forget. Es ist Zeit für die AWP. Und XIG ist immer noch dabei, hier nach dem Gefecht irgendwie zu suchen. Forget. Ausgemoved. Etwas. Und das ist ein bisschen durchgedruckt. Light, der muss eine Menge Schaden machen, aber kriegt er nicht hin. Und OX Gaming holt sich Runde Nummer 8 aufs eigene Konto. Oh je, und das sieht dann nicht so gut aus für Case King. 4 Frags von Get. Zwischenzeitlich sogar noch die Waffe gewechselt. Hatten wir vorhin an der AWP gesehen. Fehlt es natürlich in dieser Runde, aber das spielt keine große Rolle. Wenn sie weiter so gut spielen, dann kommt Case King da wahrscheinlich gar nicht weit. Auf die Push. Schön gehüpft von Maya, damit er wirklich schwer zu treffen ist. Auf jeden Fall dazu geführt, dass XIG seine AK relativ leer geschossen hat. Könnte auch unter dem zweiten Mate mehr schießen. Oh, Light. Und wo kam der denn? Der hat durch die Wand erschossen, okay. Ich glaube, Light hat ihn einfach erwischt.
einfach Richtung Gabelstapler durchbelegt und hat ihn getroffen. Und M&L hier, der letzte Verbleibende. 9:1. Rausgemoved, Bombe legen wäre wichtig. Denn die $800, die wollen sie wohl nicht mitnehmen. Nevis macht sich irgendwo in der Smoke rum. Und Get räumt wieder auf. Und es ist Get, der hier einfach ganz gewaltig die letzten Routen entschieden hat. Tja, X Gaming, die entfachen hier wirklich ein ordentliches Feuerwerk. Das sieht so aus, als ob Case King hier keine großen Chancen hat. Die Spiel versuchen recht schnell ein Spielstil zu pflegen, Richtung A-Sport immer wieder drauf zu marschieren. B haben wir bisher recht wenig gesehen, mit Ausnahme der First Round. Vielleicht ginge da noch ein bisschen was. Also natürlich die Echos und so, aber keine ernsthaften Versuche mit der Waffenrunde Richtung B zu gehen. Und ich glaube, dass X-Gaming das noch ein bisschen riecht, denn sie versucht hier zwei Spieler abzustellen. Und jetzt ist M&L raus. Kann er mit ein bisschen mehr angreifen. Gert hat seine Position hinter der Smoke noch etwas rausgenommen. Den muss er treffen, ansonsten ist er tot. Aber M&L kriegt ihn nicht tot. Sowas muss man mitnehmen. So eine Gelegenheit darf man sich nicht durch die Finger gleiten lassen. Das könnte vielleicht dann für Case King nochmal die Runde unnötig gefährden. Get hätte da sein, tot sein müssen. Schön aufgepasst von Light. Sein Mate ist schon durch und er guckt trotzdem nochmal in die Ecke. Exec. Aizen. Jetzt 2, also doch eher der Pick Richtung B kurz. Ich hab's gesagt. Ostradamus wieder. Hoffnung, dass da wieder jemand unsinnig reinläuft. Das scheint ihm nicht gegönnt zu sein. Oh, Gerta über die Mitte offensiv gekommen. Wie auch immer er sich da durchgemogelt hat. Ist er rüber gepusht worden? Ich hab nicht ganz mitbekommen. NKY. Die beiden haben sich so ein bisschen zurückgetrennt. Aber der Molotov, der hat gut gesessen. Light kam noch nicht weiter und jetzt soll es raufgehen Richtung Baseboard. Thanks. Und er ist zumindest durch. Er hat die Chance, das Ganze noch zu holen. Er muss natürlich an dem Spot-Spieler vorbei. Er weiß nicht ganz genau, wo der letzte Spieler ist. Zunächst hat ihn angeschossen. Natürlich weiß er dann auch, wie weiter rausgeht, dass sich drüber wirft. Zeit abgelaufen. Zynx hat gedacht, er geht in Deckung. Ja, Bumbling ist er auch nicht mehr. 11:2.
Nur ist natürlich Smoke gesprayt in der Hoffnung, dass man da vielleicht auch wieder jemanden erwischt. Also es sind immer diese kleinen Schüsse in die Landschaft. Mal zu gucken, ob jemand einen Fehler macht. Nervös. Der war ja auf dem Spot. Er muss verteidigen. Frag Nummer 2 sitzt, kriegt Backup. Funktioniert. Und Case King läuft immer und immer und immer wieder in die Wand. Langsam, aber sicher bin ich mal gespannt, ob Case King da nicht vielleicht die Ideen ausgehen. Man hat jetzt mehr oder weniger alles probiert. Vielleicht nochmal letzte Verzweiflungs-Go Richtung A. Das war so ihr Go-To, wenn sie ein bisschen, Probleme damit hatten, wenn sie nicht mehr weiter wussten. Weiter wie es sein mitgenommen, Faker. Sie sind drauf, aber das ist jetzt nicht die perfekte Situation. Von hinten sehen wir auch schon langsam aber sicher NKY anmarschieren. Jet ist herumgelaufen. Hat M&A ausgeschaltet. Irgendwo auf dem Spot. Faker. Oh mein Gott, der Frag hätte sitzen müssen und Faker macht die Runde nochmal dicht. Aber es war eigentlich XX starke Leistung. Starkes Backup dort von der Ecke von Y. Na gut, also am Ende nochmal eine dritte Ehrenrunde für Case King, aber ich denke, UX Gaming hat hier keinen Zweifel gelassen, dass sie deutlich stärker sind. Und da muss von Case King nochmal eine riesen Leistungssteigerung kommen, wenn sie das noch irgendwie rumdrehen wollen. Das war 12 zu 3 und es gilt, die First Round zu holen, denn ohne die wird Case King hier wahrscheinlich sowieso schon keine Chance mehr haben. Also ich hätte auf jeden Fall den Jungs und Case King noch ein bisschen mehr zugetraut. Vielleicht hätten wir auch auf der CD-Seite noch ein bisschen was gesehen, aber wenn jetzt die Piste weggeht, dann wird es keine CD-Seite mehr geben. Also MKY direkt durch, MNL auch gefallen. Links auf dem Spot sitzt noch einer, sie checken den Spot trotzdem ordentlich. Maya durch. 5 gegen 2 und die Runde ist so gut wie weg. XX und Azen. Korrigiere. Das ist 1-on-5. Für den, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ja, und das nenne ich mal überfahren. Das ist der UX-Train, der hier einfach durchmarschiert. 13 zu 3. Übliche Eco-Variante. Wahrscheinlich wird Case King jetzt einfach, das hatten sie, ich glaube, es hatten sie schon mal gemacht. Ich habe es zumindest in Erinnerung. Wahrscheinlich werden sie das einfach nochmal dann komplett mit Force-Bites durchspielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nochmal gespart wird. Denn dann wäre es 14-3. Wenn man dann spart, dann lässt man den Gegner da die Runde schon 14-3. Das macht man unbedingt mit, aber leid. Vielleicht geht da noch ein bisschen was. XX. Okay, zu früh gefreut. 4 gegen 2 Situation. Und Nevis und Maya haben gar nicht die perfekten Waffen für so eine, Sache, denn die sind erstmal in die Hände der Gegner gefallen. Und sie haben nur noch Tech-9 und Mac-10. Das sind nicht die besten Waffen, wenn der Gegner eine Rüstung hat. Alles andere. Gut, Tech-9 ist immer gut. Jawohl, auch Tech-9 ist keine Rifle. Faker hat sich ein kleines bisschen verschätzt. Er hätte fallen müssen, aber es ist halt eben die Mac-10, die da nicht mitspielt. MNL nachgezogen. Es bleibt an Nevis hängen und er wird einfach versuchen, die Bombe zu legen. Hat aber seinen Moment ein bisschen verpasst, hat die Energie nochmal abzusetzen. Ich denke, es wäre gut gewesen, einfach durchzuziehen und zu hoffen, dass die $800 reinkommen. Na gut, also, Case King hält sich nochmal damit etwas im Spiel.
Wir sehen sie schon. Es wird sich aufgestellt für den A-Spot. Leid steht unten Klaus im Gabelstapler. Eine Flash würde ihn natürlich ausnocken. Schöne Gegenflash. Verzögert noch ein bisschen. Aber sein Mate hat zerlegt. Oh, schönes Diegelbrett. Zweiter Headshot schon von NKY. Faker und XX sind aufgerückt auf den Spot. Aber das könnte nochmal interessant werden. Der Molotov müsste die Zähne jetzt eigentlich nochmal ein kleines bisschen vom Spot verjagen. Bisschen aus ihren Löchern jagen. Meier, da unten guckt der Fuß raus, hat er nicht gesehen. Unglücklich. Hätte den Fuß rausgucken sehen, hätte er auf jeden Fall den Spot-Spieler ausschalten können. Und dann wäre es ein 1-on-1 gegen Kurz gewesen. Strike von Light. Dann haben wir noch MNL hier in der Main. Der sitzt schon wieder in seiner Smoke rum. Naja, XIG hat keine Aim gehabt und das macht sich dann natürlich ein bisschen bemerkbar. Der Glock-Headshot dann umso gefährlicher und umso schmerzhafter. Aber ist ja nicht so, als hätte er nicht genug Zeit gehabt, um den Gegner auszuschalten. Ja, und jetzt mal der letzte Versuch irgendwie. Hier oben drauf gesetzt auf die Box. Faker steht unten, Klaus. Er braucht auf jeden Fall Backup. Oh, das kann ein guter Molotov werden, wenn der sitzt. Die Mate ein bisschen Ruhe verschaffen. Faker hat den Überraschungseffekt auf seiner Seite. Er ist extra auf Snipe gegangen. Für den Fall, dass jemand noch Klaus steht. Deswegen waren schon ein Stück weit so weg. Zwei Situationen. Also drauf. Versucht irgendwie dicht daran zu kommen. Aber er kann sich keine gute Position mehr arbeiten. Die Zeit dafür, das Zeitfenster dafür ist abgelaufen. Und so werden sie versuchen müssen, das im Retake rauszuspielen. Lay steht bereit im Schacht, wartet auf das Kommando seines Mates. Er muss dieses wichtige Duell gegen NKY gewinnen und der hat eigentlich den Positionsvorteil. Die Flash kann er halbwegs ignorieren. Und das MNL down. Und jetzt wird es eine schwierige Nummer für Arzen. zu 6. Also, das könnte der Anfang vom Ende hier für Case Kings Hoffnungen auf der Map sein. Ich versuche jetzt mir einfach, wie kann ich ihn nennen? Asen. Asian. Atzen. Ich muss jetzt mal, glaube ich, eine Aussprache irgendwie. Muss ich mich auf eine mal festlegen. Asen. Ich sage Asen. So. Ich habe keine Lust, AZN zu sagen. Er hatte einige Steps. Also die Position vorne könnte tatsächlich für dieses Scouting gut sein. Er sich weiter vor. Aber trotzdem konnte man daraus keinen großen Vorteil ziehen, denn Asen ist immer noch ganz alleine. Asen ist gut. Okay. Einer da mitgenommen, der Asen. Jetzt mit der Diegel rauf. Oh Meier mit dem Double. 15:6. Ach, Venom. Unter Freunden nennen wir ihn AZN. Der Nick bedeutet aber Asian. Okay? Wenn du das sagst, dann glaube ich dem. Also sagen wir Asian. Asian ist gut. Kann ich wenigstens aussprechen.
Der Entry Frag Richtung Mitte, NKY auch dabei. Es ist natürlich nur ein Force Buy bei Case King. Es ist der letzte Versuch hier irgendwie gegenzuhalten. Wir haben die Kontrolle über Mitte verloren. Jetzt auch schon der Killbase unterwegs, hat dann nicht allzu viel Respekt. Vielleicht sollte er den haben. Ein Headshot von Asian, der spricht Bände. Also, lieber die Runde jetzt hier nicht mehr riskieren, sondern safe ausspielen. Da versucht man weiter durch zu pushen. Da wäre die Gelegenheit gewesen, noch jemanden rauszunehmen, bevor er drauf geht. Oh, Meier hat ein bisschen Glück gehabt mit seinen 5 AP. Und das zu retaken wird fast ein Ding der Unmöglichkeit sein. Also, wenn sie da nicht ganz gewaltige Fehler machen, dann sollte das für die beiden Case King Spieler nicht mehr zu machen sein. Aber sie werden es natürlich versuchen, denn was bleibt ihnen anders übrig? 20 Schuss nur noch. Also, nachladen ist nicht mehr für MNL. Und ich glaube, das ist gewesen. Da wird schon überall GG geschrieben. Einen noch mitgenommen. Nummer 2. Aber das wird nicht mehr als ein bisschen was für die Augen sein. 16:6. UX Gaming, wie ich finde, erwartet stärker, aber unerwartet.